Er ist dabei, die Nummer 14, der deutsche Basketball-Superstar Dirk Nowitzki. Heute sein erster Auftritt nach 3 Jahren Abstinenz im Nationaltrikot. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier aus der Umkleidekabine der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Kurz vor Spiel 1 beim BeCo Supercup 2011, heute gegen Belgien. Wir begleiten natürlich die deutsche Mannschaft komplett die Vorbereitungsphase über bis zur EM in Litauen, dann in 12 Tagen. Und wir haben auch zuvor schon den deutschen Superstar begleitet, der natürlich gesagt hat, nach diesem NBA-Titel mit den Dallas Mavericks, ich bin angekommen. Es ist das Ziel meiner Träume. Jetzt ist er zurück im Kreise der Nationalmannschaft. Markus Krawinkel und Andreas Wilde mit einem besonderen Blick auf den deutschen Basketball-Superstar. Ankunft der deutschen Basketball-Nationalmannschaft in Bamberg. Der Supercup mit Spielen gegen Belgien, Griechenland und der Türkei steht an. Die heiße Phase der Vorbereitung auf die Europameisterschaft beginnt. Das Team zum ersten Mal vollzählig. Der erste Auftritt von Dirk Nowitzki. Wie immer gibt sich der Deutsche normal. Und doch ist es ein besonderer Moment. Ich denke, für den deutschen Sport auf jeden Fall sehr groß. Nicht nur für den deutschen Basketball, sondern für den deutschen Sport, denke ich, ist es etwas, was auf jeden Fall einzigartig ist bis jetzt. Und ich denke, auch nicht so schnell nachgemacht wird. Und von daher muss man sagen, das ist was ganz Großes gewesen. Ein ganz besonderer Moment. Nicht nur in der Basketballwelt hat es natürlich für eine große Welle gesorgt, auch in der ganzen Sportwelt. Generell in Deutschland, denke ich, hat das jeder mitbekommen. Und es ist schon ein ganz gutes Zeichen, dass ein Basketballer so viel Aufmerksamkeit bekommt. Dirk Nowitzki, der NBA-Star. Zum ersten Mal in seiner Karriere bei der Nationalmannschaft als NBA-Champion. Ja, ich kann es auch gar nicht richtig in Worte fassen, was das jetzt bedeutet für die Zukunft. Aber das kann uns nie mehr einer nehmen. Die Meisterschaft im Jahr 10-11 ist für immer die Dallas Mavericks. Und ich bin einfach so stolz auf die Mannschaft, was wir durchgemacht haben dieses Jahr. Mit Koran mit Saison beendet, mit einer schweren Verletzung. Und trotzdem haben wir durchgekämpft und weitergearbeitet. Und das hat man auch heute wieder gesehen, wie gut unsere Mannschaft ist, nachdem ich ja wirklich einen rabenschwarzen Tag erwischt hat, oder zumindest in der ersten Halbzeit. Und trotzdem haben wir eine 2-Punkt-Führung, weil die Mannschaft unglaublich zusammengehalten hat. Jason Terry unglaublich war heute. Und ich kann es noch, glaube ich, gar nicht nur richtig fassen. Und jetzt erstmal ein paar Wochen genießen und dann kann man ein bisschen, glaube ich, reflektieren mehr. Der Start der NBA Finals in Miami, dem Partymaker an der Ostküste der USA. Palmen, Strand und jede Menge Möglichkeiten, sich zu amüsieren. Für Urlauber aus aller Welt ein Traum. Für Nowitzki ein Trauma. 2006 reisten er und die Mavericks mit einer 2-0-Führung in den NBA Finals nach Südflorida. Ganz nah dran am ersten Titel. Am Ende standen sie nach 4 Niederlagen in Folge mit leeren Händen da. Für den Deutschen eine bittere Erfahrung, die er aber nicht missen möchte. Für mich war das eine sehr, sehr wichtige Erfahrung damals, dass ich da durchgegangen bin 2006. Eine Riesenenttäuschung erlebt, habe mich aber stärker gemacht. Ich glaube, im Leben muss man viel durchmachen, auch Höhen und Tiefen. Und die Tiefen machen einen nur stärker. Und das war mit Sicherheit ein Riesenrückschlag. Ja. Das war mit Sicherheit ein Riesenrückschlag, aber ich glaube, das hat mich für die Zukunft noch mehr motiviert, nochmal in die Finals irgendwann zu kommen. Es war zwar ein harter Weg, hat 5 Jahre gedauert, viel Arbeit reingesteckt, aber ich glaube, es hat mir geholfen, ein besserer Finisher zu werden in den vierten Vierteln, wenn es wirklich darauf ankommt, da zu sein für die Mannschaft. Und das war eben in den Finals damals nicht der Fall. Und von daher habe ich da, glaube ich, viel gelernt und,
und der Chat genauso. Doch diese Erfahrung hilft den Mavericks nicht. Wieder ein NBA-Finale in Miami, wieder jubeln die Fans der Heat. Der Favorit mit den drei Superstars Dwayne Wade, LeBron James und Chris Bosh dominiert Spiel 1. Und es kommt noch schlimmer für Dallas. Beim Versuch, Chris Bosh zu stoppen, verletzt sich Nowitzki an seiner linken Hand. Glück im Unglück, es ist nicht seine Wurfhand. Ich habe eine Sehne gerissen im Mittelfinger leider. Ja, einmal so ein bisschen leicht gebogen. Von daher ist wohl jetzt eine Sehne gerissen, aber ja, muss man jetzt gerade halten für glaube ich 6-8 Wochen, aber zum Glück ist es nur am linken Finger. Und ich hoffe nicht, dass es mich so allzu sehr belastet im nächsten Spiel. 2011. Dirk Nowitzki beim Warmmachen vor Spiel 2. Der erste richtige Test für den ledierten Finger. Unsicherheit bei den mitgereisten Mavs-Fans. Wie sehr beeinträchtigt die Verletzung den Go-To-Guy der Mavericks? Doch der Würzburger strahlt Zuversicht aus, trifft seine Wurfversuche sicher. Er ist bereit für dieses wichtige Spiel. Was auf den Rest der Mavericks nicht zutrifft. Dallas mit einer schlechten Partie. 7 Minuten vor dem Ende, Dwayne Wade trifft einen Dreier. 15 Punkte Vorsprung für Miami, die Entscheidung in Spiel 2. Die 2-0-Führung für Miami in den Finals. Doch Wade und LeBron James feiern ihren Sieg voreilig. Und das genau vor der Bank der Mavericks. Eine Schlüsselszene der Finals und die richtige Motivation für Dallas. Ich glaube, wenn du so weit hinten bist, dann musst du einfach eine Offensive, eine Defensive nach der anderen spielen. Du kannst nicht nach vorne schauen. Es gibt kein 15-Punkte-Spiel mit einem Angriff. Du musst hinten dann solide stehen. Das haben wir gemacht, haben gut gereboundet. Und das hat uns, glaube ich, in der Offensive geholfen. Das Wichtigste war in den letzten paar Minuten, dass wir gereboundet haben und dadurch ein bisschen im Rhythmus in der Offensive gespielt haben. Wir haben überhaupt keine Systeme mehr angesagt am Schluss und haben einfach füreinander gespielt. Haben den Ball in Kit gegeben und der macht immer die richtige Entscheidung für uns. Die endgültige Entscheidung besorgt der Deutsche. 3,6 Sekunden vor Schluss mit der ledierten linken Hand. Das 95-93 für Dallas. Der Ausgleich zum 1:1. Eines der größten Comebacks in der NBA Finals Geschichte. Nach dem Spiel Erleichterung in der Kabine der Gäste. Dallas hat sein Minimalziel erreicht. Sie haben ein Spiel in Miami gestohlen. Jetzt geht es mit einem 1:1 zurück nach Texas. Drei Heimspiele in Folge. Drei Heimspiele im American Airlines Center, wo Dallas erst ein Spiel in den Playoffs verloren hat. Das Publikum war immer da für uns und hat uns nach vorne getrieben. Also das werden wir erwarten, dass da die Fans für uns da sind und uns anpeitschen und dann hoffentlich einen Sieg holen in Spiel 3. Dallas, Texas, Hauptstadt der verrücktesten Fans in der NBA. Die Unterstützung für die Mavericks grenzenlos. Nur übertroffen von der Begeisterung für die Nummer 41, für The German Wunderkind, Dirk Nowitzki. Die Fans geben alles, doch die Heat lassen sich nicht erschüttern. Dallas hat seine Chancen, Dirk den letzten Wurf, aber Wade und Miami haben das bessere Ende für sich. Frust bei Nowitzki. Wir sind halt viel athletischer und viel schneller auf den Beinen. Ich meine, wir sind trotzdem immer bei jedem Dribbel da und wenn man mal rauspasst, sind sie trotzdem schnell genug, um noch an uns zu schützen, noch eine Hand hochzuhalten. Und wir treffen im Moment nicht gut von außen. Und
hoffe, dass da am Dienstag ein bisschen besser wird. Und dann habe ich einen guten Schuss eigentlich noch gehabt mit 4 Sekunden Verschluss. Ein Dribbel rechts, Spin-Move ist eigentlich mein Schuss. Und der kann reingehen, kann aber auch nicht reingehen. Also das ist halt leider nicht rein. Die Kabine der Mavericks vor Spiel 4. Die Journalisten auf der Suche nach Dirk Nowitzki. Der Deutsche ist krank, über 38 Grad Fieber. Das morgendliche Training hat er ausfallen lassen. In welcher Verfassung wird er zum Spiel erscheinen? Wird er überhaupt auftauchen? Für den Würzburger selbst war das nie eine Frage. Das sind die NBA Finals, also da hätte ich schon quasi auf meinem Sterbebett liegen müssen. Ansonsten wäre ich da schon irgendwie rausgegangen. Und ich muss sagen, die Nacht davor war schon schwer, weil ich wusste, wir sind 2-1 hinten. Das ist das größte Spiel der Serie, weil wenn wir das verlieren, wir sind 3-1 hinten, dann ist die Serie so gut wie weg. Und da habe ich schon ein bisschen mir Sorgen gemacht, habe kaum geschlafen, ein bisschen Fieber gehabt. Aber dann am nächsten Tag habe ich dann Medizin bekommen und mir ging es dann eigentlich zum Spiel hin besser, als ich gedacht habe. Vor dem Spiel habe ich dann kurz angeschwitzt und der Körper hat eigentlich ganz gut reagiert. Von daher wusste ich, dass ich schon einigermaßen durchs Spiel mich schleppen kann. War zwar nicht toll, aber ich glaube vielleicht sogar im Nachhinein, wenn ich auf die Serie schaue, dass das uns geholfen hat. Die Mannschaft gesehen, mir geht es nicht gut, vor Spiel 3 schon im Shootaround früh haben sie gesehen, der spricht kaum, der bewegt sich kaum. Und da hat mich die Mannschaft wirklich für den Rest der Serie getragen. Eine Mannschaft, die in Spiel 4 alles für ihren Anführer gibt. Eine Mannschaft, die den Gegner attackiert, die nie nachlässt, immer Druck ausübt. Und im vierten Viertel übernimmt dann der kranke Deutsche. Er zielt 10 seiner 21 Punkte und verschwindet anschließend so schnell wie möglich ins Bett. Um in Spiel 5 mit seinen Mavericks zum ersten Mal in den Finals Basketball made in Dallas zu zeigen. Dallas bestimmt das Tempo, Dallas trifft, Dallas erzielt 112 Punkte. Die erste Führung in den Finals für die Mavericks. Die Heat kehren demoliert und demontiert nach Miami zurück. Ich glaube einfach, dass wir heute mit Selbstvertrauen und so Dreier genommen haben und heute sind sie mal rein. Ich glaube einfach, dass wir viel Film geschaut haben und haben unsere Möglichkeiten und Optionen gesehen in den ersten 4 Spielen. Aber irgendwie die Schüsse sind einfach nicht rein, die wir eigentlich in den ersten 3 Serien alle getroffen haben. Und das war natürlich ein bisschen unglücklich, aber ich glaube, wir haben weiter darüber gesprochen, dass wir weiter die Schüsse nehmen müssen. Das sind unsere Würfe. Und heute sind sie halt reingegangen. Das war super. Also JJ hat super gespielt, sind ein bisschen unter sein Screen and Roll gegangen und hat da echt die Dinger reingehauen. Der Jet war phänomenal da im vierten Viertel. Erst den Dreier oben zum Unentschieden, dann den Dreier am rechten Flügel, um das Ding quasi zu eisen. Der neue Liebling der Presse begegnet den Reportern auf Augenhöhe. JJ Barea ist nur 1,86 Meter groß. Ab Spiel 4 wird der kleine Puerto Ricaner in der ersten 5 eingesetzt. Der entscheidende Schachzug von Dallas-Trainer Rick Carlisle. Wichtig war, glaube ich, dass wir den JJ Barea in die Starting Lineup rein haben. Der hat so ein bisschen das ganze Momentum von der Serie umgedreht, weil er dann, ja, wir hatten einfach noch einen gebraucht in der ersten 5, der in die Zone geht, der scoren kann. Und nach Spiel 3 hat er wirklich phänomenal gespielt in den letzten paar Spiele. Er hat einen Traum. Er will Europameister werden. Dallas mit einer 3:2 Führung zurück in Miami. Nur noch ein Sieg fehlt zum ersten Titel. Und die Mavericks sind nicht alleine. So etwas gab es noch nie bei den NBA Finals. Hunderte von Fans sind angereist, um ihr Team zu unterstützen. Sie kommen aus Texas, Kalifornien, Ohio und vor allem Deutschland. Jeder will dabei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Auch deutsche Geschichte. Aber nicht nur in Miami wird mitgefiebert, sondern auch in Deutschland. Nowitzki-Mania hält die Deutschen wach. Wenn in Deutschland irgendwo was abgeht, dann ist es Würzburg. Würzburg ist eine gute Stadt zum Feiern und vor allem eine gute Stadt zum Playoffs schauen. Die Kneipen sind um 2 Uhr nachts so voll wie sonst bei Spielen der Fußballnationalmannschaft am frühen Abend. Die Spannung steigt.
Dallas spielt gut. Nur Dirk findet nicht ins Spiel. Im vierten Viertel kontrollieren die Mavericks die Partie und jetzt trifft auch der Würzburger. Dallas schafft die Sensation, wird zum ersten Mal NBA-Champion und der Jubel ist grenzenlos. Dirk Nowitzki wird zum MVP, zum wertvollsten Spieler der Finals gekürt. Obwohl es fast nicht zur Ehrung gekommen wäre, denn der Deutsche verschwindet nach Spielende in der Kabine. Dass nach so viel harter Arbeit dann irgendwie alle Emotionen ein bisschen rausgekommen sind, bin ich erstmal in die Umkleide gerannt. Sämtliche PR-Leute sind mir hinterher gerannt. Das kannst du nicht machen. Wir haben ja die Trophäe gleich. Und dann habe ich gesagt, ich will sie nicht. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mich dahinter in die Dusche verzogen und hatte irgendwie ein Handtuch vor dem Gesicht und habe gesagt, die sollen sie jemand anders geben. Und dann nach ein paar Minuten ging es dann aber auch wieder und dann kam ich raus und dann war alles irgendwie Wahnsinn. Und der Wahnsinn geht in Dallas weiter. Everything's bigger in Texas. Alles ist eine Nummer größer in Texas. Ihrem Motto bleiben die Texaner auch bei der Parade für das Meisterteam treu. Champions, we are the champions, no time for losers, 'cause we are the champions of the world. Thank you! War Wahnsinn, also es war totale Mavs Mania in Dallas, was da abgegangen ist und einer meiner besten Tage meines Lebens war mit Sicherheit auch die Parade, wie 250.000 Leute waren in der Straße, teilweise nachts draußen geschlafen, um da gute Plätze zu bekommen. Also das war ein Wahnsinnserlebnis. Von daher ist in der letzten Zeit alles noch im Mavs-Fieber und das haben wir uns verdient, glaube ich. Doch auch der Empfang in der Heimat meisterlich. Die offizielle Pressekonferenz in der S. Oliver Arena ausverkauft. So etwas hat Deutschland noch nicht gesehen. Genießt jeden Moment. Den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Würzburg. Die Fahrt durch die Würzburger Innenstadt, beobachtet und bejubelt von tausenden Fans. Und schließlich die Ankunft am Residenzplatz, auf dem mehrere 10.000 Fans stundenlang auf ihren Würzburger gewartet haben.
Mach mal die Musik an. Die Musik bist du. Ach so. Also bei drei geht's los. 1, 2, 3. We are the champions. We are the champions. No time for losers. 'Cause we are the champions. Und jetzt Vollgas. Of the world. Manchmal vergisst man es und dann geht man abends ins Bett und sagt, hey, ich bin Champion. Also das ist irgendwie total komisch. Manchmal hat man es nicht so im Kopf. Manchmal geht es einem gar nicht mehr aus dem Kopf. Also es ist schon ist Wahnsinn, was wir da erreicht haben. Und jetzt ist der Deutsche zurück bei der Nationalmannschaft. Eine Mannschaft mit vielen neuen Gesichtern. Eine neue Generation von Nationalspielern. Trotzdem sieht man der Nummer 14 an, wie wohl er sich fühlt. Dirk Nowitzki ist wieder unter Basketballern. Die Zeit des Feierns, Freuens und Entspannens ist vorbei. Zeit, sich neue Träume zu erfüllen. Ich meine, meine zwei größten Lebensträume und Karriereträume waren ja immer einmal Olympische Spiele und einmal Meisterschaft. Und jetzt habe ich beides abgehakt. Und von daher, glaube ich, war erst mal ein kleines Motivationsloch da. Aber das war mir schon klar von Anfang an, dass ich dann relativ schnell wieder, dass ich wieder freue, wenn ich ein paar Wochen weg bin vom Basketball. Dass da schon die Freude, der Spaß dann wieder kommt. Und jetzt bin ich hier bei der Mannschaft. Dirk Nowitzki ist bereit, die Erfolgsgeschichte des Sommers auch im Herbst weiterzuschreiben.